So, meine Lieben, und damit ein wunderschön und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir befinden uns hier, ja, am Eingang des Spukhauses, was wir in der letzten Folge schon miterlebt haben. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich hier jetzt einfach durchlaufen kann, weil das hat schon ziemlich viel Zeit gefressen. So, das kennen wir ja. So, jetzt kommt hier ein kleiner Schocker, nicht erschrecken. So. Ah, gut, dass wir weiterkommen. Das hat mich erschreckt. Ah, jetzt müssen wir echt warten. So, jetzt kommen wir durch und wir müssen rennen. Hier, wir haben hier aufgehört, hier beziehungsweise sind wir hier gestorben. Kann ich jetzt wieder zurück? Nee, ich kann nicht zurück. LOL, dieses Scheißlicht! Das Todeslicht. Hey, jetzt sind wir wieder hier? Nee, das ist ein Karussell. Das kommt mir bekannt vor. Die Säule hier, könnte das nicht funktionieren? Was soll ich denn hier machen? Ja, komm, du mich auch. Wie soll ich das denn zum Funktionieren bringen? Ich hab doch nichts dafür, oder? Tür scheint verriegelt. Vielleicht muss ich hier wieder irgendeinen Knopf drücken. Was soll ich denn jetzt genau hier machen? Was stellt ihr euch vor? Habt ihr vielleicht eine Idee? Ja, komm, leck mich doch. Was genau soll ich hier jetzt machen? Irgendwas muss doch mit dieser Säule gehen. Oder haben wir irgendwas? Irgendwas kann man doch hier machen. Ich probier's mal. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Hä? Oder soll ich dagegen hauen? Nee, das geht auch nicht. Was soll mir das denn sagen? Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Diese Säule hier, könnte das nicht funktionieren? Ja, das funktioniert bestimmt, aber wie? Dann laufe ich jetzt nochmal zurück. Was war hier am Stehen? Krieg sie einfach nicht auf. Verpiss dich, Dreckshöhle. So, hier vielleicht irgendwas? Da ist eine Leiche in dieser Kiste. Hier kann ich auch nichts machen.
Hier muss es irgendwo noch einen Schalter geben oder sowas. Oder auch nicht. Hä? Also das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Diese Säule, könnte das nicht funktionieren? Inwiefern? Was, wie funktionieren? Was muss ich denn hier machen? Steht da nichts dran? Kann ich da nicht rein? Geht gar nicht, ne? Scheiße. Aber warum gehst du denn da nicht rüber? Den Hebel erreiche ich nicht. So, ich gehe jetzt extra nochmal hier an dieses Ding und versuche nochmal alle Items. Weil ich habe hier nichts, was ich da irgendwie benutzen könnte. Keine Ahnung. Vielleicht, weil der Hund hier drauf ist? Kann das sein? Wo bist du, du Töle? Ach, come on. Ernsthaft? Ja, sie trifft noch nicht mal, ey. Oh, lächerlich. So, genau. Dann probiere ich es jetzt nochmal. Könnte das nicht funktionieren? Ja, wie? Was? Was soll ich denn hier machen, verdammt nochmal? Keine Zeit, mit dem Ding hier rumzuspielen. Keine Zeit, mit dem Zeug rumzuspielen. Keine Zeit. Wie bringe ich das denn jetzt zum Laufen? Gute Frage. Ja, da ist ein Hebel, aber da kann ich nichts mitmachen. Das kann doch nicht sein. Ob sie eingerostet ist. Ah, Moment. Auch nicht. Das geht auch nicht. Okay. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Waren wir hier schon? Nö, ne? Hier kommen wir weiter. Ich wollte schon sagen, irgendwie muss das doch weitergehen. Oh, geil. Werbezettel für das Kindermusical. Dornente ist ein Maskottchen. Werbezettel. Oh, ein Schuh. Ein roter Schuh. Wofür brauche ich den denn? Kette. Okay, okay. Damit bekomme ich das doch bestimmt irgendwie hin. Aber wofür der rote Schuh? Selbst wenn ich wollte, er wäre mir zu klein. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück und versuchen, mit der Kette irgendwie dieses Karussell zum Laufen zu bringen. So ein Heather geht's echt nicht gut. Wir haben schon wieder wenig Energie.
So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du mit dieser Kette machen willst. So, ich habe die Kette an der Säule befestigt. Die Hälfte ist okay. Ich mache aber besser was mit der anderen. Ja, wo soll ich die denn jetzt festmachen? Ach, hier an dem Tor bestimmt, ne? So, nu? Ja, jetzt das Ganze nur noch in Gang setzen. Ja, wie? Ach, jetzt ist das auf! Tada! Okay. Ja, sie braucht sie nicht mehr. Das sehe ich genauso. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Oh, verwirrend, verwirrend. Douglas! You're late. Are you hurt? I can't move my right leg. It's broken. I'll call an ambulance. What? I don't think one will come. Don't worry. I'm used to it. You old fool! Getting yourself hurt like that? Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? What do we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Yeah, but anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, yeah, I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing his bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen. I'll take care of the rest. You stay here, and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore, so only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Da
Der Penner wollte uns erschießen. Ich glaube, ich spinne. What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah, well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. Ja gut. So, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Eine Notiz. Claudia Wolf, Auftragssuche nach damals Kind Alessa Gillespie, entführt von Mann namens Harry Mason. Keine Infos von Polizei, Ort der Entführung unbekannt. Artikel aus alter Silent Hill Zeitung. Alessa Gillespie, 7, stirbt in Feuer. Verbindung zu aktuellen Fall, untersuchen Priorität niedrig. Verwendet Alessa Heather Nachbarn, kennen den wahren Namen nicht. Was verbirgt sie? Ach, alias Heather, sorry. Ein Puppenkopf. Und wir können speichern. So, dieses Symbol sieht sonst immer unnatürlich und seltsam aus, aber hier passt es irgendwie. Aber es ist trotzdem unheimlich, als ob mir jemand ins Gehirn kackt. Guckt natürlich, aber kackt hat jetzt besser gepasst. So, wir sind beim Wahrsager angekommen und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und ob wir noch ein bisschen spielen sollen, denn wir haben ja noch ein paar Minuten. Deswegen überlege ich gerade, ob ich hier nicht noch ein Stückchen weiterlaufen soll. Schau mich mal gerade hier eben um. Geh nochmal hier in dieses Häuschen. Es sieht aber scary aus. Schneewittchen links, Aschenputtel rechts. Und zwei Fotos. Okay. Aschenputtel links und Schneewittchen rechts, aber irgendwas stimmt nicht. Aha. Kann ich nicht rein? Muss ich die irgendwie drehen oder was? Was genau soll ich denn hier machen? Oder muss ich hier diese Puppenkopfmaske benutzen? Nee, verwenden kann ich die hier auch nicht. Schneewittchenpuppe. Was soll mir das denn sagen auf dem Foto? Interessant. Ja, was ich jetzt machen soll, weiß ich nicht. Komisch. Oder soll ich die hauen? Das ist so immer meine letzte Option, die Puppen schlagen. Da passiert auch nichts. Ja, oder halt wirklich diese Maske benutzen, aber hä? Ach, lol. Okay. Habe ich damit vielleicht eine Tür geöffnet?
Kann ich den auch wieder mitnehmen? Nee, ne? Okay, das sagt mir jetzt wirklich gar nichts. Ich werde jetzt einfach mal zurückgehen. Und bevor wir weiterspielen, weil jetzt sind wir schon wieder bei 20 Minuten, gehe ich hier nochmal eben zurück und schaue, vielleicht liegt ja hier doch noch irgendwas, was ich vergessen habe oder so. Aber ich sehe jetzt auch weiter nichts. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was das mit dem Schneewittchen und mit dem Puppenkopf da auf sich hat. Von daher schaltet ein, wenn es wieder soweit ist. Ich würde mich freuen. Also bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Peace bis dann und haut da rein.